nicht. Oh, Staub ist momentan sogar bediebt. Da ist schon der erste Dieb. Der wird höchstwahrscheinlich nicht allzu lange warten und direkt für irgendwas gehen wollen. Ich sehe es dir doch an in deinen kleinen, dreckigen, rotzfahnigen Augen. Da, er hat den Bimmstein. So nicht. Wow, ich habe den Auspuff zu günstig verkauft. Mit 2,9. Ich dachte, der... Okay. Dann mache ich 3 für den Auspuff. Bist du unbeliebt oder... Nein, das ist... Wow, das Ding ist nichts wert. Gehen wir mal auf 1,50 runter. Moin, Alternis. Hallo, Dieb. Tschüss, Dieb. Was geht ab bei dir, Alternis? So, ich dachte, kann ich wohl versuchen, für 3.000 anzubieten. Scheint das Auspuffrohr halt wirklich beliebt zu sein. Okay, auch das Stück Dingsbums Stein war sehr beliebt. Für den Preis. So, das einmal verkaufen, das einmal verkaufen. Jetzt habe ich leider keine Informationen darüber. Noch immer mit 3.000! Ich krieg Plack! Das ist so viel Geld, was mir flöten geht. Okay, der Stein ist halt wirklich nichts wert. Ich weiß, welchen Stein ich nicht mehr aufheben werde. Selbst für 150 wollen die den nicht. Für... Was ist denn so... Oh Gottchen. Weißt du, für 100? Okay, der Stahl ist aber mit 8.000 pro zu teuer. Da gehen wir mal um 1.000 runter. Come on, holt euch den Stein, bitte. Okay, das ist eine reiche Person, also habe ich da keine Informationen drüber erhalten. So langsam entstehen Schlangen. Das ist wahr. Okay, für 7.000 für einen so einen Barren. Ja, leider bist du halt nicht gewollt momentan. Sonst hätte ich die Wüsten nochmal 25.000 mit der Wüstenstahlplatte machen können. Aber wir haben auch gleich Ladenschluss. Dann mache ich jetzt, weil ich jetzt nichts mehr zum Verkaufen habe und zum Anbieten. Achso, hier ist noch ein Abenteurer, der von mir, der mir eine Quest geben möchte. Flüssigkeit, ja. So, damit haben wir die nächste Quest. Wobei, ich glaube, ich habe damit gerade eine Gurkenquest angenommen. Wie viel wollte sie mir geben? 40.000 für 5, ne? Nee, doch, alles gut. Das wäre ein Einzelpreis von 8.000. Das ist nicht schlagbar, gerade. So. Laden schließen. Ja, doch. Ich habe versucht, einen Anime zu finden, aber die haben mich nicht so gepackt wie Hunter x Hunter. Ich kann Death Parade nur sehr empfehlen. Als Anime. Der hat mir sehr gefallen. So. Ne, brennender Staub ist jetzt wieder neutral. Du bist jetzt auch wieder neutral, das ist gut. Dann kann ich jetzt zu André gehen, ihm sagen, ey André, mach mal bitte meine Waffe cooler. Und vermutlich habe ich dann sogar das Geld. Ist schade, dass ich die Lassos nicht habe. Vermutlich habe ich sogar das Geld, das dann zu enchanten. Ich bleibe mal bei dem Wort vermutlich. So. 512.000 für das Vampir-Kurzschwert. So, für den Bogen fehlt mir jetzt genau nochmal diese drei komischen Kerne. Gab es nicht auch einen zu Deadman Wonderland? Der Manga wäre recht okay. Der, ja. Also der Manga ist wirklich gut. Ich habe den gelesen und der hat mir sehr viel Spaß gemacht. 64.000 Mädels, sag mal, welche ich denn falsch bei dir? Ha! Huh. Aber es ist damit besser als mein altes Schwert. Ja, das ist so, wie das in Flammen aufgeht, ist mein Geld. Die so, ja, das machen wir, dieses Bruch-Effekt. So, zack, damit haben wir das Schwert wieder auf Max. Und ich kann ruhig die LP-Trank 2 machen. Ich kann auch mehr LP-Tränke 3 benutzen. Aber ich glaube, ich mach erstmal. Ich mach mal wirklich die 29 von denen. Und dann nutze ich die 29 LP-Tränke 2. Oder ich habe noch mehr. Anscheinend.
Wenn man über Sekunden wechseln kann, ja. Also nachdem ich den Manga gelesen habe, muss ich gestehen, ich finde den Manga besser. Von Deadman Wonderland. So. Im Anime fehlen nämlich so einige Charaktere. Aber den Anime kann man sich auch geben. Auch die deutsche Übersetzung davon kann man sich geben, wie ich finde. LP-Tranke gleich. Let's Play-Tranke! Poggers! So, nicht auszusehen X drücke. Wobei, nee, wenn ich in diesem Menü X drücke, passiert nichts. So, zack. Gut. Jetzt haben wir mehr Wumms. Und ich hatte hier noch einen Teleporter offen. Teleporter online. So, ich trinke aber nochmal. Und sogar noch ein bisschen mehr. Weil irgendwie vergesse ich es immer zu trinken. Plus alles Trinken, was ich hier gerade habe, ist richtig schön angenehm auf 25 Grad. Lecker. Die Temperatur, wo man die Milch wirklich genießen kann. So. Helsing hat irgendwann auch OVAs bekommen, die näher am Manga sind. Ja, ja. Soweit ich weiß, sollen die OVAs sogar ziemlich nah am Manga sein. Also quasi eine Adaption einfach nur vom Manga. Ich weiß es aber nicht. Bei den OVAs muss ich gestehen, ich habe Helsing gesehen, den Anime. Habe den Manga aber nicht gelesen. Und den normalen Helsing-Anime fand ich halt ganz cool. Und die OVAs war so, die haben viel Japanisch-Englisch gesprochen. Na, also Englisch, aber halt dann mit dem starken japanischen Akzent. Und das war, ich weiß nicht warum, das ist mir noch nie woanders in einem anderen Anime irgendwie nervig vorgekommen. Aber das fand ich ein bisschen zu viel und dann habe ich den nicht weitergeguckt. Ich schaue Animes gerne auf Japanisch, aber die Stimmen sind so quietschig. Außer die Stimmen sind zu quietschig. Ja, ich verstehe, was du meinst, Alternis. So. Da ist ein Item? Warum? Warum? Entschuldigung? Warum lag da einfach ein Item? Passiert das häufiger? Wurde mir ein Item geklaut? Ich finde es immer witzig, wenn die Deutsch reden. Das habe ich. Da fällt mir jetzt keine ein. Das waren 5 Stofffärbemittel. Hat der Abenteurer die genommen und dann einfach dahin gelegt? So, ne, es ist jetzt auch zu spät. So hätte ich gestern gebraucht. Okay. Heißt das, ich kann hier meine verlorenen Items wiederfinden? Einfach hinter meinem Shop oder was? Oder wie? Weiß es nicht. Kann ich dem Dude eigentlich was klauen? Buh. Ich kann ihm nichts klauen. Ein anderer Anime, der mir sehr gefallen hat, ist Plastic Memories. Den fand ich auch gut. Jo. So. Ich bin komplett in die falsche Richtung für die Quelle gelaufen. Na, das wollte ich nicht! Ich bin doof! Ich vergesse immer, dass mein L-Taste funktioniert. So. L-Taste sage ich übrigens. Ich meine meinen linker Cursor. Während ich in Dungeons oder während ich auf der Minimap bin. So, genau, die Kiste haben wir schon gelootet. Ah, da habe ich Funkel gesehen. Falsche Richtung. Kriege ich von denen vielleicht auch... Oh, ich wollte gerade sagen, so, oh, ich habe ein iPhone bekommen, aber nee, leider nicht. Was ist denn hier im Funkeln? Ich kann mich auch nur so ein bis zwei und dann das auch eher packen wir einen Satz in den Google-Übersetzer. Hier ist nichts. Hier ist legitim nichts. Da,
Okay. Bye, have a great time. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so. Ach, das ist der Eingang gewesen. Nee, mit der Säule kann ich auch nichts machen. Ich dachte irgendwie, ich hätte eine Säule zum Aktivieren in dem Raum, aber hm. Also, man muss dir wirklich sagen, also die deutsche Sprache ist nicht einfach. So, und ich würde auch niemanden irgendwie keinem Japaner einen Vorwurf machen wollen, im Sinne von, oh, der spricht jetzt kein perfektes Englisch, einfach weil zum einen wird Englisch an den Schulen mit einem anderen Hintergrund vermittelt als bei uns. Und bei denen ist das halt einfach nur ein Fach, wo wir durch die Prüfung durch möchten. Dementsprechend wird auch so gelernt. Und man hat keinen, oder der richtige Anwendungszweck wird dafür nicht so wirklich gefunden. Zum anderen ist es halt phonetisch auch sehr weit entfernt von ihrer eigenen Sprache. Das muss man ja auch noch einfach dazu sagen. Datenanträge 125. Unserem monatlichen Bericht zufolge werden unsere wertvollsten Gegenstände nicht angerührt. Nur Materialien und Geräte, die zum Bau unserer autonomen Wachenhüllen verwendet werden, verschwinden. Frage ist, was die als wertvoll definieren. So. Den Schleim entfernt. So, zack. Oh, danke. So, gut, dass es keine Mimik ist. Hätte die mich jetzt angegriffen, wäre ich traurig gewesen. Ah. Zack. Upp, das war doof von mir. Pff. Mr. Secret Raum ever. Anscheinend, nicht? Nee, mal hier erstmal so. Vielleicht kriege ich noch irgendwas, was einen schlimmeren Dingstat hat. So, Zeit zum Boss zu gehen. Ich kann mit Englisch noch genauso viel wenig anfangen wie gestern. Achso. Der ist tankiger. Au. Au. Okay, er teleportiert sich dabei. Jetzt. Viermal. Ich bin aber sehr froh, dass er mir den Gefallen tut und keinen Bodyschaden hat. Sprich, wenn ich an ihn rangehe, um drauf zu hauen, dass ich dafür nicht bestraft werde. Aber dafür halt mit den Feuerbällen, wenn die mich treffen. Aber da muss ich einfach ein bisschen schneller reagieren. Aber alles im Allen finde ich den Fight sehr viel angenehmer als viele andere. Dann nutzen wir mal die Heilquelle und dann gehen wir runter. Ein Miniboss? Ja. Jap, jap, jap. Und dann gehen wir auf die dritte Ebene sogar schon. Das geht auf jeden Fall schneller als mit dem Pflanzendungeon. Hier. Der Boss beim Pflanzendungeon hat mich ja wirklich fertig gemacht. Der hat mit mir den Boden aufgewischt. Und hat nicht zu knapp. Eieiei. So. Die Musik ist intens geworden. Und der Boden ist nicht mehr so sandig. Ich hasse Sand. So. Oh Gott, das ist ein Minischleim, den habe ich nicht gesehen. Au! Der macht 43 Schaden pro Tick. Nicht in die Lava. Au. Und rate mal, wer dann doch wie ein Held in die Lava ist. So, ich hasse diesen, ich mag diesen Raum nicht, Entschuldigung. Hassen ist ein starkes Wort für diesen Raum. Aber ich ignoriere die Lava auch irgendwie. So zu 50% der Zeit. Ich weiß nicht mehr, wie ich das schaffe. Diese, in diesem Dungeon sogar noch mal ein bisschen besser zu sehen als im letzten, wie ich finde. Ja, aber so, ja klar. Lava, was für Lava. So, nice, den getötet. Okay, das ist eine richtige Truhe. Sand, nur eine andere Form von Dreck. Das ist wahr. So, vier Fragezeichen gegen Stände. Die kann ich eigentlich mal aufdecken.
Was haben wir hier? Magisches Werkzeug, das ist gut. Magisches Werkzeug ist viel wert. Zack. So, dann gehen wir in unser Inventar. Stacken unsere... Ja, doch, das passt. Stacken unsere Lebenspotions. Laufen nicht in die Lava, wenn ich das bitte vermeiden kann. Ah, okay, der hat... Der hat... In mir steht Schaden. Verstanden. Du Pinguin! Das ist nicht fair. Oh, ich komm nicht mal an die Items. Komm dran, die Items. Come on, ihr kriegt das hin. Danke. Achso. Ach, die können nicht mal runterrollen, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen gemein. Au. Das war doof. Oh, das tut mir so leid für die Gegner. Komm, wir machen das auf die sehr männliche Methode. Habe ich ihm gerade doppelt Schaden gemacht? Ach nee, das war mein Companion. So. Ich nehme nochmal einen Trank. Falsche Taste. Stapel die nochmal. So, und weiter geht's. Das ist der Beschwörungsdude, nicht? Ja. Der Feuerball dürfte mich hier nicht treffen. Gut. Jesus Maria Christus! Okay, alles... Noch im okayen Rahmen, dass ich das gedodged habe, war... Den Hit hätte ich genommen. Ohne mich zu beschweren. Vermutlich hätte ich mich beschwert, aber im Nachhinein hätte ich mich nicht beschweren dürfen. Hätte ich den Hit genommen. So, was haben wir hier drin? Entflammbare Flüssigkeit. Und noch ein davon. Ja, statt dem Gelee. Nicht statt dem magischen Kern, weil der ist ja eh nichts wert. Kaltlava war eine Menge wert. Wenn du nicht mehr runterrollen könntest, dann musst du eben raufgehen. Ja. Achso, ich kann auch einfach... Ich meine, ich kann die magischen Kerne hier auch immer reinwerfen. Ne? Ich vergesse immer, dass ich das als Option habe. Es kostet mich übrigens 24.000, ein Portal zu öffnen auf dieser Ebene. Nur um das mal eben schnell angemerkt zu haben. So, ich kann auch die Kristalle. Ich meine, ich habe gerade viele benutzt. Das heißt, ich kann ruhig wieder ein bisschen hochstocken. Ich glaube, das passt soweit. So. Okay. Der ist so knuffig. So, zack. Der hat genau das Ding, was ich möchte. So. Okay, danke. Hab ich's aufgenommen? Nein, ich habe zwei Stricke bekommen. Nice, das ist gut. Das ist wirklich gut für mich. Die Dungeon-Erkunde haben sich weiter aufgespalten. Zwischen ihnen verläuft nun eine klare Trennlinie. Klar, haben wir schon gelesen. Danke. So. Nicht in die Lava laufen. Die macht nämlich immer noch Schaden. Erstaunlich, aber wer hätte das gedacht? Lava macht immer noch Schaden. Falsche Taste. So. Jetzt gucken wir uns das mal an. Au! Pff. Und das ist ein Gegner, der mit Lava um sich schießt. Ja, okay. Der schießt, außer ich krieg jetzt voll den Lavastein. Nee. Glynkubus hat das richtig gut beobachtet. Der alte Mann. Der alte Madman. Wenn ihr nicht mehr runterrollen könnt. Achso, genau. Achso, das ist so ein Raum. Gib mir die Kiste. No, du dummer Schleim. Au. Entfernt einen Fluch von dem Gegenstand. Klar. Weiß sogar schon von welchem. Von dem Fluch. Und dann schickst du mir...
Das war nicht entfernte Stufe von dem Gegenstand, sondern schick nach Hause, oder? Doch. Nee, alles gut. Ach, ich kann dich da nicht hinstellen. Ah, jetzt verstehe ich, was das Geräusch war. Beitruhe. Nee, bekommen. Alles easy. Ich krieg das hin. Wobei, dass du darfst nicht getroffen werden, andernfalls geht dein Gegenstand kaputt. Scheint ziemlich liberal zu sein, wenn ich das mal so anmerken möchte. Was mir gefällt. Weil ich der Idiot bin, der getroffen wird. Okay. So, da stehst du doof. So. Okay, ich hatte jetzt gerade minimal Angst. Und dann einfach mit dem Bogen. Macht ordentlich Schaden. Gut, das kleine Kügelchen können wir nicht mitnehmen. Eigentlich suche ich gerade wieder nur nach dem, das war die falsche Taste. Oh Gott, da sind Löcher. So, jetzt muss ich hier... Ah ne, hier muss ich nicht aufpassen. Alles gut. Kann ich so machen. Außer einer von den beiden entscheidet sich jetzt doch, sich in die andere Richtung zu drehen. Wenn er da oben ist. Aber es scheint nicht so zu sein. Hier sind übrigens auch schon wieder die Viereck-Dreieck-Kreis-Dinger. Oh shit! Ratet mal, wer was nicht mitbekommen hat. Genau. Ich habe nicht mitbekommen, dass das Viech gespawnt ist. Dann gehen wir mal wieder zur Stadt, ne? Das klingt doch nach einer klugen Idee. Ne, wenn alles den Bach runtergehen würde, einfach nach Hause gehen. Ich habe kein einziges Auspuffrohr bekommen, fällt mir dabei auf. Außer es war in einem der Gegenstände. Hier. Die wir nach Hause geschickt haben. Nope. So, warte, wir machen erstmal so. Alles, was wir gerade nicht brauchen, geht erstmal darüber. Alles, woran ein Sternchen ist, kommt wieder hier hin. Und dann kommt alles, was ein Sternchen hat, in diese Truhe. So, zack, zack und zack. Wir haben einige Tränke. Davon nehme ich hier nochmal auch euch mit. Sortieren. Dich kann ich stacken. Dass er nicht automatisch dann wieder aufstackt, ist ein bisschen umständlich. Aber hey. So. Dann haben wir jetzt drei Stricke. Wie viel kostet nochmal? Wir haben drei Stricker, den wir uns aufhängen können. Wie viel kostet nochmal ein Dingensbummens hier? 96.000. Ich war ein bisschen verwirrt, weil der wieder das mal nicht ganz richtig nachvollzogen hat. 120. Die Schuhe geben vermutlich wieder am wenigsten. Genau, 60. Das bedeutet, die Schuhe machen wir als letztes. Dann 96.000. Das kriegen wir doch ganz bestimmt hin heute. Nichts von euch ist mehr unbeliebt, ne? Dann kann ich dich eigentlich überall wieder rüberschieben. Die Kristalle kommen nochmal in die andere Truhe rein. Eine für dich, eine fürs Pet und eine für die Assistentin passt. So, genau, die Kristalle dahin, dann haben wir jetzt wieder 13 Stück davon. Der Staub war 400 normal, du warst 2,5 normal. So. Du warst 2,8 normal. Du warst 500 normal. Du warst 2,7 normal. Habe ich Magnetit schon verkauft? Ja, 700 war viel zu günstig. 900 versuche ich gerade. Genau, 900 versuche ich gerade. Stimmt. Ach, ich habe welche von... God damn it. Ich habe welche von dem Vulkanstein.
So, feuerfester Stoff. 2,4 ist für isolierender Staub zu viel gewesen. Bedeutet, auch hierfür wäre das zu viel. Dann versuchen wir mal mit 2. Und dann nehmen wir da nochmal Platten rein, nochmal Stoffwerbemittel. Euch, ihr gibt ja... Keine Ahnung. Wir wollen es mit 7 versuchen, stimmt. 2,4 ist für euch zu teuer gewesen für den Staub. Genau, ja, wir versuchen es erstmal mit 2,3. Und dann öffnen wir den Laden. Achso, bis wann muss ich die Auspuffrohre finden? Bis zum 13. Das heißt, wenn ich heute, dann ist 12. Und dann müsste ich nochmal 2 Dungeon Runs machen, wenn ich Pech habe. Wobei die Chance höher ist, dass ich vermutlich relativ schnell schon beim Endgegner lande für den Dungeon. Aber dann mal gucken, ob wir den hinbekommen. Das ist ja definitiv nicht garantiert. Ich meine, ich habe schon... Oh, 900 ist der Erchpreis für das Ding. Gut, dass wir das geklärt haben. Damit haben wir jetzt nur die Beliebtheit von dem Ding runtergeschraubt. So, war 5 für dich zu... 3 war für dich zu gut. So, die Platten hat sie. Damit ist der zufrieden. Ob wir überhaupt damit... Ich habe jetzt nicht durchgezählt, wie viel wir bekommen können, wir alles verkaufen heute. Gucken wir einfach mal. Ach, guck mal, die Hexe. Ach, no, ist sie knuffig. Gott, das Spiel ist so hübsch. Und die Musik ist gut. So gut. Ich weiß, man sollte nicht die gesamte Zeit über die Musik schwärmen. Aber sie ist so gut. So gut. So. Ich muss halt mir noch 18.000 freihalten eigentlich für... Nevermind, also ich habe die 18.000 freigehalten. Und ich habe genug, um entweder meinen Bandana oder meine Rüstung zu verbessern. Warum denn, wenn ich sie einem... Warum denn nicht, wenn sie einem gefällt und dafür sorgt, dass man gute Laune hat? Ja, okay. Ich gleich nicht. Alles gut, keine Sorge, ich verstehe dich. Ich brauche dann immer nur einen kleinen Moment. Okay, der Preis ist eindeutig zu teuer für euch. Mit 2000, dann probieren wir mal 1,8. Wenn ich was nicht verstehe, okay, 5000 ist dafür zu teuer. Das ist der... Wir kaufen das zwar, aber danach wirst du das nicht mehr los. Achso, ich habe hier Dingensbumsens. 10 mal Früchteturm, Notizen... Es gibt ein Monster namens Früchteturm-Notizen, das Notizen bei sich trägt. Würdest du mir 10 davon bringen? Nein. Stofffärbemittel, ja. 10-mal Sämaschinen-Notizen, nein. Ich möchte nicht in den Dungeon. Danke. Ich habe den schon abgeschlossen. Tschüss. Aber cool, dass die Meere. Ich brauche halt immer einen kleinen Moment, um zu realisieren, dass die da anstehen, weil die eine Quest für mich haben. So, 7000 für die Stahldinger ist der gute Preis, das haben wir jetzt auch geklärt. Und für den Staub ist 2,3 der Mech-Preis. Das wollte ich nicht. Ach, ich hatte noch was im Inventar zum Nachlegen. So, du bist gerade neutral. Ist der Brennestaub auch neutral momentan? Ja. Dann habe ich da jetzt noch was hingelegt. Ich weiß nicht, ob die sich das jetzt noch anschauen oder nicht. Mal gucken. Wer schaut sich das an? Das heißt, das Item kriegen wir schon mal los. Schaut sich noch jemand den Staub an? Opa? Opa? Opa hat's gemacht. Schaut ihn an. Was ein wahrer Trooper. Da ist unser Cloud-Verschnitt wieder. Hallo, Cloud. Was geht ab bei dir? Aber ja, der Laden schließt jetzt. Jeden Moment. Ja, wir haben auch nichts mehr. Wir haben wieder 335.000. Es fühlt sich sehr befriedigend an, wenn wir den Laden leer räumen. So, und jetzt haben wir 2 Quests momentan. Genau, Stoffwerbemittel und Auspuff. Ich frage mich, was passiert, wenn ich den Auspuff nicht besorgen kann. Ob ich dann irgendwie Geld oder sowas zahlen muss. Und dann holen wir uns mal das Bandana. Aber da muss ich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass die Ausrüstung... Also von 1 auf 2, dass sie besser wird, finde ich cool.
also ein anderes Aussehen, aber ich hätte es cooler gefunden, wenn die dann auf den anderen nochmal ein bisschen mehr Kram dazu bekommt. Na, weil das ist jetzt Stoffrüstung 3 ist quasi Stoffrüstung 2 jetzt mitten nur in braun-rot statt in grün-grün. Was, ich meine, klar, ups, ich kann halt nicht erwarten, dass sie komplett die Rüstung wieder ummodeln, aber hätte ich doch schon cool gefunden. Ist quasi, bei allen Rüstungen kriegst du noch ein Cape drauf und das ist es dann. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Vorstellungskraft gewünscht. Ne, dass man wirklich den Stoff, ne, dass man entweder so eine Art Ninja wird oder halt mit einem Kapuzen, mit einem Hoodie-Ding, ne, oder halt so magiermäßig was wird, weil Ninja halt doch eher mehr Sinn ergeben würde. Naja, man kann nicht alles haben. So, dann Stoffbandana 3. Gib her. Vielen Dank, dann können wir das runternehmen von unserer Wishlist.